Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Quick-Tipp heute ganz auf die Schnelle. Ich habe mir vielleicht einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, beziehungsweise einen ungünstigen Platz direkt neben der Autobahn. Ihr hört die Umgebungsgeräusche, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem und ihr werdet mich verstehen können. Das Wetter ist schön. Ihr hört schon die ersten Motorradfahrer, die im Hintergrund hier langbraten. Ich habe gedacht, jetzt drehe ich noch schnell einen Quick-Tipp, nutze das Wetter noch aus. Am Wochenende war ich im Zoo und habe gedacht, naja, endlich mal wieder die Kamera rausholen und einfach mal schauen, was man so an Tierfotos erhaschen kann. Bei dem schönen Wetter war ich natürlich nicht der Einzige. Mit mir waren ungefähr gefühlte 5 Millionen andere Personen im Zoo, dementsprechend brechend voll. Was mir dabei aufgefallen ist, und das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht und auch den Anlass gegeben zu dieser Folge des Quick-Tipps, dass das auch gleichzeitig ein Schaulaufen der Kameras ist. Da sieht man verschiedene Kategorien an Kameras und vor allen Dingen Menschen mit Kameras. Das fängt an vom einfachen Handy-Knipse bis über die kleine Kompaktknipse bis zur kleinen Systemkamera, Spiegelreflexkamera bis hin zu denen, die wirklich mit einem richtig großen Objektiv da durch die Gegend laufen. Ich muss mich da leider mit einschließen. Ich war mit einer 7D unterwegs und hier mit diesem gewaltigen Trümmer. Das ist ein 100 bis 400 mm Objektiv, weil ich fotografiere die Tiere gerne formatfüllend in dem Moment. Und wenn man dann so mal links und rechts guckt, und das ist mir massiv aufgefallen, die Leute denken, wenn man automatisch ein großes Objektiv, eine große Kamera dabei hat, dann macht man automatisch auch gute Fotos. Dieser Passus, dass sich die gute Ausrüstung wichtig ist, um gute Fotos zu machen, die möchte ich hier irgendwo mal in Frage stellen. Auch mit einer digitalen kleinen Taschenknipse kann ich sicherlich super tolle Fotos machen. Vielleicht nicht formatfüllend das Erdmännchen, wenn es gerade aus seinem Bau rausschlüpft, weil es zu weit weg ist. Aber ich kann zum Beispiel diesen ganzen Bau, diesen ganzen Hügel mit den Erdmännchen abbilden. Worauf ich dabei hinaus möchte ist, ich muss nicht mein Equipment nach meinen Fotos richten, was ich unbedingt machen möchte, sondern ich habe eine Bildidee im Kopf und sollte diese entwickeln und natürlich in Zusammenspiel mit der Technik, die mir zur Verfügung steht. Und wenn ich dann so andere Fotografen, die da unterwegs waren oder Leute mit Kameras, die da unterwegs waren, gesehen habe, die guckten dann immer neidisch, die hatten selber dann, was weiß ich, vielleicht ein kleineres Teleobjektiv oder noch größeres Teleobjektiv, und ich finde, dabei bleibt eigentlich die Kernaussage oder das, was wir da eigentlich machen wollen, auf der Strecke. Jeder guckt nur nach, oh, was hat der für eine Kamera, was hat der an tolle Technik da um den Hals hängen, finde ich ziemlich blöd. Man kann auch tolle Fotos mit einem ganz normalen iPhone, ich habe hier selber eins und habe damit auch schon viele, viele interessante Fotos gemacht. Ich kann das jetzt hier einfach mal so zeigen, machen wir mal ein Hochformatfoto. Man kann eine Menge interessante Fotos damit machen und man muss nicht unbedingt die große Kamera haben. Worauf ich hinaus möchte, und das ist eigentlich mein Tipp, versucht das Motiv zu sehen, überlegt, was habt ihr für Möglichkeiten, und danach versucht das Motiv so gekonnt wie möglich umzusetzen. Und nicht, ich brauche jetzt unbedingt dieses Objektiv oder diese Kamera, damit ich endlich vernünftige Fotos machen kann. So ist ein gewisses Wettrüsten und ein immer mehr und immer größerer werdender Objektivpark, Kamerapark, und das finde ich sehr schade. Damit bleibt eigentlich die Kreativität häufig auf der Strecke. Es ist manchmal viel spannender. Ich hatte an dem Tag, wie gesagt, das 100 bis 400 drauf. War sicherlich ist ein tolles Objektiv, kann man auch wirklich eine Menge mitmachen. Aber ich konnte zum Beispiel die Atmosphäre in diesem Zoo mit diesem Objektiv gar nicht aufnehmen, weil da fehlte mir dann wieder die Weite, was man mit dem Weitwinkel oder macht. Da sind natürlich diese kleinen Kompaktknipsen, diese Taschenknipsen sind da ganz klar im Vorteil. Also mein Tipp, versucht das fotografische Sehen, versucht eure Bilder so umzusetzen, wie sie mit eurem Equipment möglich sind, und sagt nicht, ich brauche erstmal das und das Objektiv, damit ich die Kamera oder damit ich dieses Bild machen kann. Ihr habt
alle Möglichkeiten, wie gesagt, selbst mit so einem iPhone oder mit so einer Taschenknipse, also mit so einer kleinen Kompaktkamera, selbst da könnt ihr super tolle Fotos machen, wie die Foto-Community und andere Flickr-Online-Galerien zeigen. Ja, und eine Sache auch, das Üben und die Fotos, die funktionieren natürlich nur, wenn man sie auch macht. Und ich kann jedem nur, der vielleicht gerade so auch in den Anfängen ist, Empfehlung aussprechen, geht ins Zoo, fotografiert Tiere. Da könnt ihr stundenlang vor einem Gehege stehen und findet immer wieder tolle Motive. Und ich muss nicht das Erdmännchen 100-mal von vorne fotografieren. Verändert die Position, verändert den Abstand. Guckt, wie ist das Licht. Versucht, dieses fotografische Sehen zu schulen. Und das funktioniert zum Beispiel in einem Zoo sehr, sehr gut oder in einem Tierpark. Ja, kurz und knapp, so wie es der Quick-Tipp sagt. Ich hoffe, ihr versucht das einfach mal umzusetzen. Nicht haufenweise Equipment mitschleppen. Versucht euch mal auf ein Objektiv zu beschränken und damit versucht mal ausdrucksstarke Bilder zu machen. Über eure Kommentare freue ich mich. Und wenn ihr wollt, schickt mir einfach mal ein paar Fotos. Ich denke, das wäre sicherlich auch mal interessant, da das ein oder andere zu zeigen mit den verschiedenen Kameraarten auch. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Quick-Tipp an dieser Stelle. Ciao.